Aber die große Frage, die ich mir immer stelle, ist, limitiertes Auto zu kaufen, dann erwarte ich eine Wertsteigerung. Gibt es hier eine Wertsteigerung? Ja oder nein? Da kommen wir jetzt zu. So, herzlich willkommen, es ist Sonntag. Heute haben wir den Porsche 911 Dakar. Ich gehe auf Offroad, Fahrzeug wird angehoben. Ich habe eigentlich hier mit diesem Sportwagen gar keine Grenzen mehr. Und hier ist ein Bürgersteig und ich würde mal sagen, wir können es easy schaffen, oder? Guck mal, überhaupt kein Thema. Guckt euch das mal an. Ist das nicht genial? Oh. Ey, war das nicht krass? Also nochmal. Herzlich willkommen, es ist Sonntag und wir haben eine neue Folge. Es geht heute um den 911 Dakar in Rough Road Edition. Und heute spreche ich drei Sachen an. Wir gucken uns einmal Außencheck, also Design an. Und dann die ganz große Frage, die ich mir stelle, ist, fahren die 2.500 Leute, die dieses Auto zugeteilt bekommen haben, echt nur Offroad? Oder kann man dieses Auto auch ganz normal auf der Straße bewegen? Das testen wir gleich, wenn wir das Auto fahren. Dann gucken wir uns einmal an Wertstabilität, Wertzuwachs. Wie verhält sich das Auto gerade auf dem Markt? Das erzähle ich euch ganz zum Schluss. So, jetzt machen wir erstmal Außencheck. Also das Auto, was wir jetzt hier haben, kostet 280.000 Euro. Es ist ein Rough Road Edition, das heißt ein Sonderedition, diese Sonderlackierung mit der Sonderfolierung. Wenn ich schon 280.000 Euro für dieses Auto zahle, dann lackiert mir das doch und foliert das nicht. Die roten Streifen sind foliert, die goldenen Streifen sind foliert, blau ist natürlich lackiert. Und das finde ich nicht so hochwertig, das ist die erste Sache. Natürlich, jeder, der im Rallye-Segment unterwegs ist, weiß, dass diese Fläche, wo die Nummer raufkommt, nie lackiert wird, weil du ja immer ständig andere Nummern bekommen hast. Aber selbst ich würde jetzt erwarten, okay, die Nummern, die hier raufkommen, okay, die braucht man nicht lackieren. Aber diese weiße Fläche, die hätte ich wiederum erwartet, dass man es rein lackiert. Weil dann kommt noch mal was Hochwertiges rein, empfinde ich. Die Nummer konntest du auch bei Porsche immer individuell aussuchen. Welche Nummer ich aussuchen würde, da bin ich mal gespannt. Tipp mal in die Kommentare rein, welche Nummer hätte ich ausgesucht. Ganz zum Schluss sage ich euch das. Die weißen Felgen, die finde ich wiederum spitze, die passen richtig gut dazu. Und vor allem, das Auto hat jetzt ja auch nur zwei Sitze. Man fährt ja auch meistens nur zu zweit Rallye. Und ganz ehrlich, die zwei Notsitze, die der 911er hat, ob du die hast oder nicht, die braucht kein Mensch. Im Heckbereich bleibt dann natürlich dem 992 treu, alles gut. Dann hier natürlich unser markanten Abschlepphaken. Das steht natürlich für unser Dakar da. Und hier 911 Dakar ganz klar beschriftet. Und jetzt würde ich sagen, erster Test, wir fahren das Auto mal und gucken mal, ist das auch ein 911er für die Straße oder brauche ich echt dafür nur Offroad? Ja oder nein? Weil wenn wir uns diese Räder anschauen, guckt euch das mal an, das Auto muss ja so laut sein, ne? Da kannst du es eigentlich gar nicht aushalten. Aber mal schauen, was Porsche sich da ausgedacht hat. Eine Sache muss man den Jungs ja lassen. Was da rauskommt vom Werk, hat Hand und Fuß. Und zum Schluss beantworte ich die Frage, die Wertstabilität, Wertsteigerung, was mein Tipp ist. Das muss ich mir noch überlegen, wenn ich das Auto fahre. Also, auf los geht's los. Eine Sache muss ich sagen, dass mir sofort auffällt, dass meine Reifen verdammt weich sind. Also ich habe eben, als ich davor stand, habe ich echt gedacht, dass die Räder müssen so laut sein. Gar nicht, aber boah, mein Sound ist richtig geil. Alter Schwede, mein Sound ist mega cool, wenn ich Gas gebe. Boah, der hört sich echt richtig geil an. Und ich bin noch nicht mal 50 Meter gefahren und ich muss sagen, ich bin ziemlich überrascht, wie genial der normal hier auf der Straße fährt. Ich kann euch eigentlich schon relativ schnell sagen, ja, das Auto ist alltagstauglich. Das ist echt genial. Die Innenausstattung, also das ist eigentlich
ganz normal, wie jeder andere 911er auch, richtig geil die Stitching hier in blau gehalten. Dann die weiße Linie hier durch, das finde ich mega cool. Und dann noch in matt schön gehalten, finde ich noch cooler, sportlicher und endlich mal was anderes, nicht immer Carbon, Carbon, Carbon. Es ist mal was anderes, wenn du dich hier reinsetzt und die Wagenfarbe drin wiederkommt. Finde ich mega cool, erinnert mich ein bisschen an die 90er Jahre Autos wie Alfa Romeo und Fiat und so weiter das damals gemacht haben. Und was ich mega feier ist immer, wenn die Limitierung im Auto wiederzusehen ist, also auf eine Plakette, das ist nämlich hier, 2500 Stück gibt es und da steht Nummer XY von 2500. Das finde ich mega cool. Was sagt ihr denn? Schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr darüber denkt. 2500 Autos für ein limitiertes Auto, ist es zu viel? Ja oder nein? Da bin ich mal gespannt. So, wir sind jetzt natürlich hier nicht im Offroad-Modus oder sonstiges, sind wir nicht. Hier ist ja alles ganz normale Landstraße, alles entspannt. Aber ich möchte trotzdem mal einmal testen, wie das Auto im Offroad-Modus auf der Straße fährt. Ich gehe mal jetzt hier im Offroad-Modus. So, und jetzt fährt er hoch. Und das Geile dabei ist, ich fahre einfach weiter. Ich muss nicht stehen, dass da mein Liftsystem hochfährt oder sonstiges. Jetzt habe ich meinen Offroad-Modus. Jetzt kommen auch hier Bahnsteige, also ganz easy fährt er darüber. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Ich bin mal gespannt. Bis 180 können wir Offroad-Modus fahren. 180 km/h Offroad-Modus. Und bei 180 ist es nicht so, dass er dann abriegelt. Nein, bei 180 fährt er wieder runter im Normalmodus. Und dann kannst du bis 240 Stundenkilometer Spitze fahren. Und jetzt werden wir mal ein bisschen Gas geben gleich. Aber auch so, es ist einfach so jetzt. Boah! Der geht so genial ab, das ist unglaublich. Wir sind im Offroad-Modus und das Auto geht ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, jetzt hier eine Ampel und der gibt mir so viel Emotion, der brüllt hinten richtig, der schreit mich hinten so an. Und jetzt geben wir Gas. Boah, der ist sofort da. Alter Schwede, das ist unglaublich. Wir fahren hier ein Dakar. Du spürst jetzt nicht, dass das Auto höher gelegen ist oder dass du hier eine Offroad-Version fährst. Das spürst du gar nicht. Und hier, wir fahren ganz normal hier über die Straßen, als ob nichts ist. Auch die Lenkung, der ist super schnell da, alles perfekt. Mega, ich bin echt überrascht. Ich bin ziemlich überrascht. Echt genial. Also auch im Offroad-Modus kann ich Gas geben und das Auto fährt wie ein quasi normaler 911er. Und es gibt so viele Videos über dieses Auto. Boah, ich kann gar nicht mal moderieren. Es macht so Spaß. Es macht so Spaß, das Auto. Also, es gibt so viele Videos, da fahren sie damit Offroad und so weiter. Ja, klar, wenn ihr Offroad-Videos sehen wollt, guckt bei meinem Kollegen Matthias vorbei. Liebe Grüße an Matthias. Der hat das Auto nämlich richtig geil getestet auf der Offroad-Strecke. Und ich erzähle euch heute, ist das Auto alltagstauglich, ja oder nein? Aber die große Frage, die ich mir immer stelle, ist, limitiertes Auto zu kaufen, dann erwarte ich eine Wertsteigerung. Gibt es hier eine Wertsteigerung, ja oder nein? Da kommen wir jetzt zu. Alter Schwede! Und das Geile ist, guck mal, wie heftig, wie klein Wendekreis ist durch die mitlenkende Hinterachse. So, die Frage war ja, ob der Dakar auch im normalen Straßenverkehr gut zu fahren ist oder nicht. Und da ist die Frage ganz klar beantwortet, ja. Obwohl die Räder, wenn man sich die Räder vorher anschaut, was ich ja erstmal vermutet habe, dass das Auto extrem laut sein muss auf dem Asphalt. Nein, die sind butterweich, du hörst nichts, du spürst nichts. Das Auto liegt super auf der Straße. Du kannst in den verschiedenen Modis, wenn du auch im Sportmodus bist, kannst du extrem gut Gas geben. Du hast Emotionen ohne Ende, du hast Sound, das Auto reagiert. Es ist ein 911er. Es bleibt ein 911er und das ist mir sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir zur Kernfrage. Ist das ein wertstabiles Auto, ja oder nein? 2500 Autos wurden produziert. Es ist extrem viel für ein limitiertes Auto, finde ich. Das würde ein italienischer Hersteller, ich möchte es keinen Namen nennen, niemals machen. Aber für Porsche-Verhältnisse ist das okay. Bis auf designtechnisch, dass hier meine Applikationen nicht lackiert sind, muss ich sagen, ist das Auto verdammt schick. Das Auto ist alltagstauglich und wenn es dann noch einen Rough Road Edition hat, hat natürlich auch so einen Schlüssel.
Das Auto, was wir hier sehen, hat einen Neuwagenpreis, oder so wie es hier steht, von 280.000 Euro. Die Autos werden immer noch extrem über Liste gehandelt. Aber nicht mehr so wie in der Anfangsphase. In der Anfangsphase wurden die Autos weit über 400.000 Euro gehandelt. Jetzt liegen sie irgendwie zwischen 350.000 bis 400.000 Euro, was immer noch für das Auto spricht, weil das Auto schon knapp ein Jahr auf dem Markt ist. Dementsprechend würde ich sagen, ja, man kann es machen, aber wenn einer ein 100% Alltagsauto haben möchte, dann würde ich in einem Porsche-Segment lieber auf ein Turbo S oder sowas greifen. Aber der Dakar bleibt für mich ein Überraschungsauto. Und wo die Tendenz hingeht, ob er seinen Preis hält oder nicht, weiß ich nicht. Das ist Glaskugel ohne Ende. Aber ich glaube, man kauft hier ein sehr, sehr wertstabiles Auto. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Lasst ein Like da. Lasst da mal die Kommentare da. Ach so, ich wollte euch noch verraten, welche Nummer ich genommen hätte. Natürlich hätte ich die Nummer 8 genommen. Ciao.